Das Team der ADAC Luftrettung. Spezialisten auch an der Küste und über dem Meer. Essentiell hierfür die Rettungswinde. Sie ermöglicht eine schnelle Rettung aus der Luft und kommt immer dann zum Einsatz, wenn die Rettung vom Boden aus nicht möglich ist. Gerade auch auf See, im Watt, von Schiffen, bei über Bord gegangenen Personen, abgetriebenen Surfern, in Wäldern oder im Bereich von Bauwerken wie Hafenkränen oder Containerterminals ein bedeutungsvolles Einsatzmittel. Da die Häufigkeit von Einsätzen auf dem Wasser und in unzugänglichem Gelände seit Jahren steigen, besteht dringender Bedarf an Windenhubschraubern sowie deren hochqualifizierter Crew. Denn aufgrund des fehlenden Landeplatzes ermöglicht der Windeneinsatz gerade über dem Wasser überhaupt erst eine schnelle Rettung. Mit wichtigen zusätzlichen Vorteilen. An Bord befindet sich für diese Spezialeinsätze neben dem Grundteam aus Pilot, Notarzt und Notfallsanitäter immer auch ein speziell ausgebildeter Windenoperator. Er stellt sicher, dass die medizinische Crew präzise und sicher abgesetzt wird, während der Hubschrauber über der Einsatzstelle schwebt. Windenrettung ist Höchstleistung. Diese Zusammenarbeit muss ständig trainiert werden und erfordert Fingerspitzengefühl und ein top eingespieltes Team. Um die Besatzung optimal für diese anspruchsvolle Arbeit vorzubereiten, trainieren die Luftrettungsteams zweimal jährlich in speziellen Windentrainings, unter Realbedingungen und mit der gesamten Crew. Jedes Training besteht dabei aus Theorie- und Praxiseinheiten. Denn so vielfältig wie die Einsätze sind, so intensiv und unterschiedlich sind auch die verschiedenen Übungsszenarien. Trainiert wird deshalb auch das Aufwinschen aus einem Waldstück, aufgrund der teils schweren Einsehbarkeit der Unfallstelle ein hochkonzentriertes Unterfangen. Ebenso auch die Trainingseinheiten über See, zusammen mit der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger, die zuständig ist für alle Maßnahmen zur Suche und Rettung im Seenotfall. Hierbei trainiert die Crew das Winschen einer Person direkt aus dem Wasser, sowie die Rettung einer Person vom Schiff, samt der dazugehörigen Ab- und Aufwinschvorgänge. Auch das sichere Verlassen des Helikopters im Notfall üben die Besatzungsmitglieder regelmäßig ein. In einem speziell dafür konstruierten Unterwasser-Ausstiegstrainer. Neben diesen wichtigen Trainingseinheiten für das gesamte Team trainieren die Piloten ihre Fähigkeiten zudem auch in separaten Einheiten. Spezielle Flugsimulatoren bei der ADAC HEMS Academy bilden durch ihren hochmodernen technischen Standard dafür die ideale Trainingsplattform. Aber natürlich auch die medizinische Crew vertieft ihre Kenntnisse und die ineinandergreifende Zusammenarbeit in regelmäßigen Trainings. Windenrettung bei der ADAC Luftrettung ist professionell und vielseitig. Denn jedes Teammitglied muss sich im Rettungseinsatz 100% auf den anderen verlassen können und jeder Handgriff sitzen. Eine besondere Herausforderung ist, dass der Pilot die Unglücksstelle selbst nicht sehen kann. Der Windenoperator an der offenen Tür leitet ihn daher mit entsprechenden Anweisungen an und beschreibt durchgehend, was am Seil und an der Unglücksstelle passiert. Dabei wird die medizinische Crew am Seil herabgelassen, um den Patienten notärztlich zu versorgen. Anschließend wird der Patient in einem Bergesack oder einer speziellen Rettungsschlinge gemeinsam mit den Rettungskräften zurück an Bord des Hubschraubers gezogen. Hier wird der Verletzte sicher verladen und in ein geeignetes Krankenhaus transportiert. Windenrettung bei der ADAC Luftrettung ist innovativ und auf dem höchsten technischen Stand. Höchste Standards werden neben der Kompetenz der Crew auch auf technischer Seite gesetzt. So fliegt die ADAC Luftrettung an der See in einem Rettungshubschrauber der Firma Airbus vom Typ H145 mit Winde und Floats. Eine leistungsstarke Maschine mit guten Platzverhältnissen. Regelmäßige Wartungen und Windenwechsel, durchgeführt durch die ADAC Heli Service GmbH, einem Tochterunternehmen der ADAC Luftrettung, sorgen dafür,
Hubschrauber und Winde auf einem optimalen Stand zu halten. Windenrettung bei der ADAC Luftrettung ist der Anspruch an hochwertige medizinische Versorgung. Situationsgerecht und qualitativ hochwertig und das unter erschwerten Bedingungen. Ideal hierfür ist, dass Notarzt und Notfallsanitäter in nur einem Wünschvorgang zum Patienten gebracht werden können. Auch die komplette medizinische Ausstattung kann an der Winde mitgeführt werden. Weitere Vorteile: eine laufende Reanimation bzw. ein vollwertiges Monitoring des Patienten während des Winschvorgangs sind möglich. Ebenso eine traumagerechte Lagerung durch einen Bergesack mit Vakuummatratze. In allen Fällen steht ein Aspekt im Fokus: die Patienten schnell und kompetent zu versorgen und sicher in eine fachgerechte Klinik zu transportieren. Windenrettung bei der ADAC Luftrettung ist Teamarbeit. Unerlässlich dafür eine gute Kommunikation zwischen Pilot und Windenoperator. Zudem gibt es standardisierte Abläufe beim An- und Abflug, beim Ab- und Aufwinschen sowie verschiedene eingespielte Handzeichen zwischen den Crewmitgliedern. Jedem Einzelnen im Team kommen vor und während des Einsatzablaufes spezielle Aufgaben zu. Dazu gehört das Anlegen der persönlichen Schutzausrüstung wie Kälte- und Trockenanzüge, Rettungswesten mit Notsender und Pressluftflaschen sowie Gurtzeug. Alle benötigten Rettungsmittel sind in Materialtaschen verpackt und können entsprechend mit der Crew abgewünscht werden. Gegenseitige Sicherheitschecks sind ebenfalls enorm wichtig, ebenso wie das sorgfältige Einrichten des Equipments in den Hubschrauber. Gemeinsam checkt die Crew auch, wo liegt zum Beispiel das Schiff, wie lange dauert es vor Ort und landet der Hubschrauber gegebenenfalls in der Zwischenzeit und wie sind die Wetterbedingungen. Die Flight Crew, bestehend aus Pilot und Windenoperator, ist anschließend dafür verantwortlich, dass die fliegerischen Verfahren sicher durchgeführt werden und halten Rücksprache mit der Leitstelle, um genaue Informationen über das Einsatzszenario zu erfahren. Auch wird mit dem entsprechenden Schiff über Seefunk kommuniziert, um mögliche Hindernisse auf dem Schiff, wie zum Beispiel Aufbauten, Seile oder Segel zu definieren und Absprachen für die Windenanflüge zu treffen. Die medizinische Crew, bestehend aus Notarzt und Notfallsanitäter, sorgt dann dafür, dass der Patient die bestmögliche medizinische Versorgung erhält und schonend in den Helikopter gelangt. Windenrettung bei der ADAC Luftrettung ist noch viel mehr. Denn Sinn und Vorteil einer Windenrettung zeigen sich nicht nur über dem Wasser. Bei technischen Defekten von Schiffen, von der Strömung abgetriebenen Schwimmern oder verunglückten Personen auf Bohrinseln. Auch schwer zugängliches Gelände wie Bergregionen, Wälder, Flüsse oder auch Bauwerke wie Seilbahnen erfordern oftmals den speziellen Einsatz aus der Luft. Die Situationen sind vielfältig, die Anforderungen hoch. Doch Nutzen und Sinn werden bei jedem Einsatz spürbar.